Guten Morgen. Ja, endlich hat sich das Wetter entschieden und zwar für Sonne. Das finde ich gut. Ja, gestern dieser unentschlossene Tag bei diesem Wetter da. Ich mache es lieber, wenn das entweder voll regnet oder nicht regnet. Aber so wie gestern, dieses Tröpfeln, musst du jetzt anziehen, musst du jetzt nicht anziehen. Die Regenklamotten, ja, aber egal, jetzt ist der Tag abgehakt. Heute wird es anscheinend schöner werden. Auf den Mulderadweg, da vorne ist schon die Stadt Zwickau, denn ich bin ungefähr schon 10 Kilometer hierher gefahren, von Glauchau aus. Und ja, ich freue mich drauf, es wird wahrscheinlich auch wieder etliche Höhenmeter geben. Aber ob ich das heute zur Quelle schaffe, mal sehen, die Beine sind, alles ist wieder gut, alles wieder top. Es kann losgehen, ja, ich freue mich drauf, ja. Und ja, gerade eben, da bin ich an so einem Schild vorbei, an so einem Wegweiser vorbeigekommen. Falls ihr drauf geachtet habt, da war mein Aufkleber drauf, den ich vor 2 Jahren dahin gebackt habe. Ja, da bin ich damals umgedreht und wieder zurück nach Keulitz gefahren. Ja, und ab jetzt ist es für mich auch wieder alles neu, was ich jetzt hier sehe. Ja, und ich freue mich drauf und ich hoffe, es wird auch schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt bin ich schon so gut wie durch Zwickau, gar nicht gemerkt. Der Radweg ging immer hier an der Mulde entlang, kreuzungsfrei, echt wunderbar. Ja, ich bin jetzt hier, dann geht es immer weiter und hier fängt dann auch das Erzgebirge an. Und hier steht Muldentalradweg, der Mulderadweg oder na, ist egal wie der heißt, schön ist es ja bis jetzt. Und was mir noch aufgefallen ist, die ganze Zeit, auch schon sehr, sehr lange, auch schon gestern, begleitet mich der Lutherweg. Auf den fahre ich anscheinend auch. Mal sehen, wie weit er mich noch verfolgt. Ich glaube aber nicht bis zum Ende. Thank you.
Hier kommt also Haribo her. Das ist hier in Wilkau, südlich von Zwickau. Ja, vielleicht macht das ja auch Fahrradfahrer froh. Weil die Strecke bis hierhin war eigentlich ganz gut. Ja, im Hotel hatten ja auch schon gesagt, dass das jetzt bis hier mit Zwickau eine sehr schöne Strecke ist. Ja, und jetzt, glaube ich, geht's bald los mit den größeren Steigungen. Aber ich habe Lust. Auf geht's. Ohne Worte. Man ist zwar hier gerade hochgeastet auf der sogenannten Silberstraße, wie es hier heißt. Und der Weg war mal hier Schotter und ein Plattenweg mit den Löchern drin. War nicht so toll, aber das ist ja wohl genial. Alter, jetzt kann ich aufhören. Das war's. So schön. Ich kann aufhören. Das war's. Okay, ich fahre wieder nach Hause. Alter, für mich ist das faszinierend. Ich kenne das immer nur flach. Und jetzt sowas zu sehen, oh, deswegen bin ich hier. Grandios, aber ich schätze, jetzt geht es gleich erstmal wieder bergab. Aber die Plöckerei hier hin, das ging eigentlich noch, aber das hat sich jetzt schon, oh, das hat sich gelohnt. Oh, ja. Okay, ja, als nächstes weiß ich gar nicht. Aue sind noch über 20 Kilometer. Und wo das hier längs geht, ob es darum geht oder darum, weiß ich nicht. Aber ich finde das hier echt faszinierend, echt klasse. Von wegen starkes Gefälle, starke Steigung. Oh, 14-15% hat das Tag angezeigt. Ging das hier hoch. 200 Meter zwar nur, aber ich gib's zu, ich hab geschoben. Das war doch too much. Oh, aber jetzt kommt echt schon richtiges Gebirgsfeeling hier auf. Da habe ich jetzt noch mal Glück gehabt. Direkt nach der schönen Burg gerade hin kam Schild Talstraße gesperrt. Ups, aber ich bin jetzt durchgefahren. Glück gehabt, so weit sind sie noch nicht. Ich konnten alle noch durch, auch die entgegenkommenden Radfahrer. Boah, sonst müsste man hier irgendwo über den Berg und einen riesen Umweg fahren. Boah, Glück gehabt. Boah, jetzt bin ich hier mittendrin irgendwo im Tal. Aber Aue, oh, das sind noch ein paar Kilometer. Mal sehen, wie die Straße hier so verläuft.
Jetzt bin ich wieder runtergefahren. Jetzt bin ich in Aue. So. Gerade eben war noch eine Sperrung auf der Talstraße. Aber war auch wieder nur so eine kleine Baustelle, zum Glück. Dafür war der Verkehr alles aufgehalten. Alles war ruhig. Das war da auch nicht schlecht. So, ein bisschen grau ist es jetzt hier. Ich hoffe nicht, dass es doch noch regnet. Aber mal sehen. Jetzt müsste es auch bald abbiegen hier. Und dann wieder weiter ordentlich hochgehen. Oh, vielleicht esse ich hier auch noch mal was, wenn gerade eine Stadt hier ist. Mal sehen. Schauen wir mal. Oh, die Annehmlichkeiten an der Stadt, die muss ich hier wohl nutzen. Lecker Bratnudeln. Ja, das hat gut. Aber jetzt bin ich so ein bisschen rumgeehrt, um den Eingang, den Anfang zu diesem Radweg hier wieder zu finden. Das ist eine alte Bahntrasse jetzt, da läuft der Radweg jetzt drauf. Und kalt ist es auch jetzt irgendwie. Ich habe mir alles wieder angezogen, Arm und Beinlinge. Ich will bloß hier keine Erkältung holen. Hier bin ich jetzt am Blautaler Wasserfall oder auch nicht. Kein Wasser, gar nichts. Zu trocken, obwohl es gestern und so letzten Tage doch mehr geregnet hat. So, jetzt ist auch der Bahntrassenradweg vorbei. Es geht jetzt nach Eibenstock. Man kann hier dem Muldenradweg jetzt folgen. Geht sehr, sehr steil los nach oben. Aber ich glaube, ich nehme die Fahrstraße. Das ist doch ein bisschen gemütlicher mit dem ganzen Gepäck. Hier auf der Karte ist der Mulderadweg gleich vorbei. Der geht nur noch bis zur Talsperre Eibenstock und dann ist Schluss. Aber eigentlich ist die Quelle noch 30 Kilometer entfernt. Da werde ich auch hinfahren. Ja, ich werde jetzt hier an der Bundesstraße fahren. Eibenstock wahrscheinlich noch rein. Hier wieder runter. An der Bundesstraße weiter. Morgenröte, Rautenkranz. Und dann geht es auch noch immer weiter bis zur Quelle. Oh. Komisch. Aber ich fahre weiter. Das ist ja wohl hier nicht zu Ende.
halben Stock erreicht. War sehr steil. Ja, Verkehr ging noch. Das ist eine Bundesstraße, waren doch ein paar LKWs, die dann auch Schwierigkeiten hatten, an mir vorbeizukommen. Aber das ist mir egal. Ja, hier sieht es auch schön aus hier oben. Was heißt hier oben? Ja, ich muss gleich wieder ein Stück runter. Aber der Muldenradweg, der Mulderadweg geht gleich wieder irgendwo da hoch über die Berge. Und dann fahre ich jetzt wieder an der Bundesstraße längs. Das spare ich mir mit dem ganzen Gepäck. Also ganz original ist die Strecke nicht, aber das will ich jetzt so machen. Also die Entscheidung war genau richtig, hier längs zu fahren oder auf der Bundesstraße. Hier ist nicht viel los, Steigung sehr moderat. Ach, geil, dass das so die richtige Entscheidung war. Da freue ich mich. Ich bin nicht abgehoben, ich bin jetzt in Morgenröde-Rautenkranz. Ich wusste gar nicht, dass hier so eine Weltraumausstellung ist, aber ganz logisch. Sigmund Jähn ist hier geboren, seine Geburtsstadt, ganz klar. Naja, habe ich mich vorher nicht informiert, aber jetzt weiß ich es. War schönstes Wetter auf einmal und es ist total heiß. Boah, mal gut, bis jetzt war es eigentlich recht kühl. Es gefällt mir eigentlich dann immer besser bei so einen Touren, wo es bergauf geht. Aber die Sonne kommt raus und das brennt sofort. Uiui. Aber ich will jetzt nicht meckern. Mal sehen. Ja, 20 Kilometer noch bis zur Quelle. Ja, bis jetzt ging es ja mit den Höhenmetern. Auf der Strecke war eigentlich nicht viel los. Immer nur so ein paar kurze Wellen. Ganz easy. Mal sehen, wie es denn weitergeht. Aber ich werde hier erstmal eine kleine schöne Pause machen. Ein paar Snacks, Bananen. Und gerade eben in einem Stock habe ich hierher geschleppt. Radler, Gösser, wird da viel getrunken auf YouTube. Den trinke ich auch mal damit. Also Prost! Den Mulderadweg habe ich wieder. Oh, der geht da hoch. Ja, aber den folge ich jetzt erstmal wieder. Schöner 11.
Die Mulde ist ja inzwischen ganz schön klein geworden. Hier kann die Quelle ja auch bald nicht mehr so weit sein. Oh, schön hier. Aber man, da muss man gerade auch schon wieder ordentlich Steigung hoch. Aber man ist im Gebirge. Das gehört nun mal dazu. Muldenberg habe ich auch jetzt durchfahren. Da unten ist der erste Stausee der Mulde. Ja, sehr schön hier. Ja, jetzt nur noch ein paar Meter zur Quelle. Dann ist es schon geschafft. Hier gibt es zwar einen Campingplatz, aber das ist erst 4. Und so kurz vor der Quelle, da gibt man ja wohl nicht auf. Ich bin angekommen, ich bin an der Quelle. Eine lange Reise geht jetzt zu Ende. Vom Barbie bis hierher mit allen Umwegen und alles. 360 Kilometer. Boah. Ja, aber meine Reise ist hier nicht zu Ende. Ja, wie man sieht, ziemlich trocken die Quelle, aber hier sind ganz viele Teiche. Da sammelt sich das Wasser und dann fließt das ab. Ja, wunderbar. Ja, tolle Reise, ein toller Radweg. Nicht ganz einfach, würde ich sagen. Auch in die andere Richtung, wenn man den Berg abfährt, ist es nicht einfach. Aber schön. Oh, hier ist es auch wieder grau und kalt. Ob ich jetzt hier übernachte, ja, oder noch ein Stück weiter fahre, ich bin noch am Überlegen. Oh, das werde ich sehen. Aber echt ein schönes Plätzchen hier. Und hier hinter, glaube ich, läuft die richtige Mulde. Hier ist nämlich ein bisschen Wasser drin und man hört es ein bisschen plätschern. Ja, da fließt ein bisschen was. Also eigentlich ist das hier denn wohl fake, oder? Naja, mal schauen, was ich jetzt mache, wie es weitergeht heute noch. Wieder eine Luxusübernachtung, ja. Campingplatz war nicht in der Nähe. Zurückfahren zu einem anderen Ort wollte ich auch nicht. Ja, und abfahren. Erst wollte ich noch abfahren und dann in Adorf oder so übernachten, aber dann habe ich hier gesehen, ne, hier musst du bleiben. Da habe ich hier ein Zimmer gefunden. Echt ein tolles Zimmer, nicht teuer. Ohne Frühstück, denn Frühstücken werde ich morgen wieder selbst besorgen. Ja, aber der Tag, der Mulde-Radweg ist nur zu Ende. Ja, waren schöne Kilometer und heute waren es wieder 100 Kilometer, Höhenmeter ohne Ende wieder. Ach, da will ich gar nicht von reden. War trotzdem schön, das Wetter hat zum Glück gehalten. Zum Glück war heute der Regen nicht da. Wenn er gestern hier gewesen wäre, das wäre nicht so schön gewesen. Aber heute war eigentlich perfekt, nicht zu heiß. War echt klasse, alles super geklappt. Einmal musste ich nur schieben bei diesem einen kleinen steilen Stück da. Aber sonst habe ich die alle geschafft. Dass ich so fit bin, hätte ich nicht gedacht. Naja, okay, ich werde jetzt duschen, was essen gehen und dann zeige ich euch, warum ich denn doch hier oben geblieben bin.
Wow, was für eine Aussicht. Ja, deswegen wollte ich hier bleiben. Man hat sich hier hochgekämpft und jetzt wollte ich jetzt nochmal schön am Abend dieses Panorama genießen. Jetzt merkt man erst, wie hoch man eigentlich ist. Wow, echt klasse. Zwar nicht ganz klar, aber ah, herrlich. Also dafür hat sich die ganze Plackerei gelohnt. Ja, fit bin ich. Ich habe es alles gut geschafft heute auf diesen 100 Kilometern, den ganzen Mulderadweg. Ja, ist nicht ganz einfach, wie gesagt. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Mit Gepäck schon gar nicht. Selbst in die andere Richtung, glaube ich, ist das nicht ganz einfach. Aber schön ist es auf jeden Fall. Tolle Landschaften, wie sich das immer alles verändert. Jetzt bin ich hier im Erzgebirge. Alles sieht anders aus, ja. Deutschland ist auch schön. Ja, gerade dieses Jahr, wo diese ganze Urlaubskram alles so ein bisschen durcheinander ist. Also man sieht, Deutschland ist doch schön. Ja, und ja, morgen geht's weiter. Da hinten kann man den Berg schon sehen, wo ich hin will, wo die Saalequelle ist. Das ist hier direkt neben der Kirche, die Windräder, da links davon, der erste große Bergrücken. Da entspringt die Saale. Und da möchte ich hin. Das sind ungefähr 80 Kilometer, nicht Luftlinie, sondern hin und her. Hoch und runter. Ich glaube, ich sehe schon den Weg. Aber naja, das ist morgen dran. Heute habe ich hier noch einen schönen Abend. Ja, also, dann danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Tschüss.